Schon in den 1930er Jahren entwickelte sich die heutige Skiregion rund um Gstaad, Schinried und Zahnenmöser. Zu verdanken ist diese Tatsache einem Tüftler aus Sahnen. Arnold Annen war der Erfinder der Schlittenseilbahn, dem sogenannten Funischlitten. Ähnlich wie bei einer Standseilbahn gab es bei diesem System zwei Wagen, die über ein Drahtseil miteinander verbunden waren und zwischen Tal- und Bergstation pendelten. Mit dem kleinen, aber wichtigen Unterschied, dass diese Bahnen keine Schienen besaßen, sondern Kufen unter den Wagen, die eine Fahrt durch den Schnee ermöglichten. 1933 entstand die erste solche Anlage am Hornberg, 5 Jahre später erfolgte auch der Bau einer langen Zubringeranlage in 2 Sektionen von Sahnenmöser auf dem Hornberg. Auch im Nachbardorf Schönried blieben die neuen und zeigezogenen Aufstiegshilfen nicht unbeobachtet. Mit dem Bügelschlepplift entwickelte sich zu jener Zeit jedoch ein Konkurrenzsystem, das deutlich höhere Förderleistungen als die Funischlitten ermöglichte. Daher setzte man 1944 auf dieses System. Während rund um die Schweiz der Zweite Weltkrieg tobte, wurde die Firma Henry Sammeli Huber in jenem Jahr mit dem Bau 2er Schlepplifte beauftragt. Einer davon am Hornberg, ein deutlich längerer von Schönried auf das Horneckli. Mit über 2 Kilometern schräger Länge und einer Höhendifferenz von 538 Metern hatte der Lift stattliche technische Eckdaten. Die Förderleistung von nur 390 Personen je Stunde wurde jedoch schon bald zum Problem. Als Hauptzubringer in das beliebte Skigebiet rund um den Hornberg war der Schlepplift an schönen Tagen völlig überlastet. Denn neben der Aufgabe als Zubringer erschloss er auch einige sehr lohnende Abfahrten im Wald, die sich bestens für Wiederholungsfahrten eigneten. Ein weiteres Problem war der fehlende Sommerbetrieb. An anderen Orten war das durch Sessel- und Kabinenbahn inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Nach nur 16 Betriebsjahren entschloss man sich daher zu einem Ersatz durch einen Kombilift von Habegger. Der Schleppliftbetrieb im Winter ermöglichte es nun, 640 Personen pro Stunde zu transportieren und im Sommer konnten 30 Einersessel für Wanderer eingehängt werden. Doch auch diese Anlage sollte letztlich kein allzu langes Leben haben. Zu Beginn der 80er Jahre erfolgte mit dem Bau der Sahnerslochgratbahn und der Anlegung von St. Stephan eine deutliche Vergrößerung des Skigebiets. 1984 musste daher auch die wichtige Anlage am Horneckli durch eine kapazitätsstärkere Bahn ersetzt werden. Diesmal setzte man auf einen Prototyp aus dem Hause von Roll. Erstmalig kamen in der Schweiz Sessel mit Wetterschutzhauben zum Einsatz. Versuche mit Haubensesseln gab es zwar schon viele Jahre zuvor, der Bau der Sesselbahn Horneckli kann aber durchaus als Geburtsstunde der modernen Haubensesselbahn angesehen werden. Zum Einsatz kamen 3-plätzige Sessel, die mit der Kuppelklemme VH400 versehen wurden. Diese stellte eine Neuentwicklung dar und baute auf den Ideen der Vorgängerklemmen von Habegger und von Roll auf. Nur noch 7 Minuten nimmt eine Fahrt auf das Horneckli dank der Fahrgeschwindigkeit von 4,5 Metern in der Sekunde in Anspruch. Die 1400 Personen, die Bahn stündlich maximal befördern kann, sind an guten Tagen heute aber auch bei weitem nicht ausreichend. Früher oder später wird daher ein erneuter Ersatz vermutlich unausweichlich sein. Es bleibt aber zu hoffen, dass dieses Stück Schweizer Seilbahngeschichte noch lange seine Runden drehen kann.